Der Familiennachmittag beim Oldenburger Landesturnier in Rastede war sehr gut besucht. Bei den Ponyspielen zeigten Nachwuchsmannschaften verschiedener Vereine und Stallungen, wie gut sie ihre Ponys bereits beherrschen. Sie mussten zum Beispiel im Slalom um kleine Hindernisse reiten oder über 5 hintereinander stehende Eimer laufen, während sie ihr Pony daneben an der Hand führten. Außerdem boten die Veranstalter Ponyspiele ohne Pferd an. An verschiedenen Stationen konnten die Kinder ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Beim Hufeisenwerfen, Parkourspringen, Dosenschießen, dem Zusammenfügen eines Pferdepuzzles und beim Boccia. Höhepunkt war der Auftritt der Polizeireiterstaffel aus Hannover. Die Reiterinnen zeigten, dass sich ihre speziell ausgebildeten Pferde nicht von Reizen wie bunten Fahnen, die geschwenkt werden, oder lauten Geräuschen wie scheppernden Dosen aus der Ruhe bringen lassen.